Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch die Ghetto Diamant Box von Zero El Mero. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ghetto Diamant von Zero El Mero, das Ganze am 4. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Zero El Mero. Das Ganze hier in einer Box erschienen. Und als erstes werden wir wie immer mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das mal im Detail an. So, was man schon mal sagen kann, eine sehr dicke Folie. Also die lässt sich hier nur sehr schwer aufschneiden. So, aber jetzt. Gut, das ist die Box. Wie man auf den ersten Blick sehen kann, ist die Box wohl eher an das weiblichere Publikum gerichtet. Also die Damenwelt hat mit dieser Box wahrscheinlich mehr Freude als die Männerwelt. Ja, von der Optik vom Cover erinnert mich das so an Boygroups vergangener Jahre. Also ja, Backstreet Boys, US5 und wie sie alle hießen. So, an das erinnert mich das. Wir haben hier den guten Mann oben ohne stehen, vor einem Häuserblock, hinter ihm ein Diamant, der hier zu schweben scheint. Dann diverse Frauen, die hier mit ihren Smartphones den Künstler ablichten. Und ansonsten haben wir hier oben noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und rechts oben lesen wir dann noch Zero El Mero Ghetto Diamant. So, an den Seiten hier in dieser grauen Betonoptik. Hier lesen wir dann nochmal Interpret plus Albumtitel, links ebenso. Auf der Rückseite nochmal der muskulöse Rücken des Künstlers, der Diamant, der Block dahinter und hier dann noch die Beteiligten, Barcode. Okay. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen, wir schauen mal rein. Der Boxdeckel lässt sich hier abnehmen. Wenn wir es schaffen. Eieiei. So, aber jetzt. So, von innen in weiß. Und dann kommt uns als erstes schon mal das Album entgegen, das hier spannenderweise, die Box war ja im Hochformat, hier so herkommt, als wäre die Box so quer gestaltet worden. Okay. Das ist das Album. Dann haben wir hier so einen schwarzen Papiereinleger und hier geht es dann in die untere Etage. So, Sticker haben wir mit dabei, zwei Stück kommen uns hier mal entgegen. Dann das Trikot, ein Poster, ja, und ich glaube, das war's soweit. Okay, dann packen wir das hier wieder rein, diesen Papiereinleger, diese Zwischenebene, die da immer wieder rausrutscht. So, aber jetzt. Gut, das Poster und das Album kommen hier noch in Folie. So, und dann starten wir natürlich wie immer mit dem Album. Erst noch die Folie abmachen. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, das ist das Album an sich, kommt hier in einem regulären Jewelcase. Das Cover ident wie das auf der Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder Zero El Mero Ghetto Diamant. Auf der Rückseite die Tracklist, 17 Stück an der Zahl. Zwei Features mit dabei, hier einmal Nimo und einmal Cavello El Mero. Das Ganze erschienen über Groovetech Tracks, dann nochmal Verbraucherhinweis auf Englisch. Und die Infos. Gut, schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes geht es natürlich ans Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier die ersten Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Also wer den Text geschrieben hat und wer den Beat produziert hat. Soweit ich weiß, ist das komplette Album hier von Oster produziert. So, dann hier weitere Credits zum Album. Okay. Ja, was ich jetzt etwas suboptimal nicht ganz so gut finde, ist das hier. Hier steht einfach Mix und Mastering per Hanefeld, Yunus und Gökhan.
Allerdings steht jetzt hier nicht genau, wer gemixt hat, wer gemastert hat, beziehungsweise wer welche Tracks einzeln gemixt oder gemastert hat. Ja, okay. Das hätte man eventuell noch aufschließen können. Ansonsten. So, was haben wir hier? Wir haben hier Fotos und Schrift. Was lesen wir hier? Ich reiche ihm meine Hand, wenn wir durch die Hölle laufen. Ich bin ehrlich, eine Brüderschaft könnte nicht besser laufen. Okay, also ich glaube ganz ehrlich, das Wort Brüderschaft in dem Sinn gibt es so gar nicht. Ich kenne das Wort Bruderschaft, aber ja. Wenn du kämpfst, dann mit ihnen. Wenn du fällst, dann mit ihnen. Aus diesem Grund sehe ich wahre Fans als Familie. Also ein paar Zeilen hier mit dabei. Was lesen wir hier noch? Dass ich's für Mama mache, wäre ein Witz. Mama will nicht so ein Kind. Ich schaue in den Spiegel, erkenne mich nicht selber. Die Maske, sie machte mich blind. Okay. So, hier zum Abschluss noch die letzten Tracks. Also wie gesagt, alle hier vom selben Produzenten. So sieht das aus. Und dann kommen wir zur Album-CD. Hier haben wir wieder das Cover, allerdings ohne den Interpreten und ohne die Handys. Also hier sehen wir einfach nur diese karge Landschaft vor diesen Block, vor diesen Blocks, vor diesen Riesengebäuden. Und hier nochmal der Diamant. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir als nächstes ein Poster mit dabei. So, das Poster ist beidseitig bedruckt. Einmal hier. In so einer verschwommenen Optik. Und zwar haben wir einmal hier die reguläre Ansicht von Zero Elmero und dann hier so in blau etwas transparent, so der, ja, vielleicht der Psycho, der verrücktere Teil. Und auf der Rückseite, uiuiui, dann nochmal die Oberkörperpose. Ja, die kann sich natürlich wunderbar in die eigenen vier Wände hängen. Ich werde das eher nicht tun. So, Poster, wie wir sehen, beidseitig bedruckt. Beide Seiten im Hochformat. Dann haben wir Sticker mit dabei. Einmal diesen hier, das gebrochene Diamantherz, quadratisch. Und einmal Elmeros im rechteckigen Format. Zwei Sticker. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier dieses Trikot, dieses Jersey. So, wir schauen uns das mal an. Alles kommt hier in so einem richtig heftigen Blau. Ja, in so einem glänzenden Babyblau. Auf der linken Brust lesen wir hier schwarz-weiß aufgestickt Ghetto Diamant. Unten ist dann auch nochmal was aufgestickt. Und zwar lesen wir hier wieder Cerro El Mero. Einmal in weiß und einmal in rot. Auf der Rückseite haben wir hier die Nummer 74, dann hier im Nacken auch nochmal Ghetto Diamant zu lesen. So, was haben wir hier noch? Ein kleines Zettelchen. MVP, also der Most Valuable Player, der wertvollste Spieler. Und das Ganze ist dann vom Design her nicht an Fußball oder Basketball orientiert, sondern ich glaube am ehesten Baseballer tragen solche Outfits, also so ein Baseball-Trikot, so ein Baseball-Jersey. Das Ganze ist hier dann doppelt vernäht, an der Knopfleiste, links und rechts. Und die Knöpfe kann man dann natürlich aufmachen und dann das Ganze anziehen. So, was lesen wir hier noch? GD One Size, also GD wahrscheinlich für Ghetto Diamant. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Polyester. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier unten noch... Nein, okay, hier ist kein Zettel mehr. Gut, also wo auch immer das Ding hergestellt wurde... Grüße gehen raus, unbekannterweise. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Jersey hier in Babyblau. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, beide Seiten im Hochformat hier mit dem oberkörperfreien Interpreten. Die Sticker einmal hier rechteckig. Einmal hier quadratisch und natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase mit insgesamt 17 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Ghetto Diamant von Cerro El Mero
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cero El Mero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.